Ihr lieben Freunde meines Kanals, willkommen zurück zu World of Warcraft Shadowlands, die Beta Endgame. Ich bin hier im Gebiet der Schlund, das ist das Endgame-Gebiet hier in Shadowlands. Und ich muss hier gerade für den Runenmetz noch eine Quest erledigen. Das möchte ich hier schnell machen mit euch zusammen, damit ihr auch nochmal einen Blick auf dieses wirklich sehr interessante und sehr, sehr coole Gebiet werfen könnt. Das ist der Schlund. Hier wird sich auch sehr viel Story im Endgame von Shadowlands abspielen. Warum ich leider noch nicht auf meinem Mount kann, andere können das. Naja, wahrscheinlich muss ich das hier nach und nach freischalten. Ist jetzt aber auch nicht so wild, denn da, wo ich hin will, da können wir auch hinlaufen. Aber ich dachte jetzt, ich könnte hier vielleicht aufsteigen, so. Ja, kann ich auch. Ha! Okay, so komme ich hier also an einem Mount. Die stehen hier an jeder Ecke rum. Das ist ja wie bei Car2Go, sozusagen Mount2Go. Und jetzt müssen wir da hinten hin. Ja, der Schlund, hier hat der Kerkermeister, der Jailer, der anscheinend Bösewicht von Shadowlands. Wissen wir noch nicht, wie das dann genau wird, aber aktuell wird er uns als Bösewicht präsentiert. Hier hat der Jailer sein Zuhause und hier wacht er auch drüber. Das ist ganz wichtig, wenn man hier unterwegs ist, dass man immer nur eine gewisse Zeit hier arbeiten kann, denn irgendwann wird man vom Blick des Jailer fixiert. Wie das genau aussieht, weiß ich noch nicht, aber ich kämpfe jetzt mal kurz hier hinten mit, so, um mir hier den Loot zu sichern. Ja, es sind einige Spieler gerade unterwegs. Das passt mir natürlich gut. Dann bekomme ich nämlich die Erinnerung des Runenmetzes relativ schnell. Mein Mount hat sich jetzt leider verdünnerisiert. Und ich gucke gerade mal. Oh, man kann hier sogar noch richtig reinlaufen. Das sieht auch echt so ein bisschen gruselig aus. Ich meine, hier kommen alle Seelen zusammen. Und das da hinten, das ist Torghast. Ne? Hier, also nicht das ist Torghast, das ist Torghast. Und hier oben bricht das Reich des Kerkermeisters durch die Realität in unsere Welt, in Azeroth. Und das ist ja der Story-Ausgangspunkt für Shadowlands. Und hier kommen die schlimmsten der schlimmsten Seelen zusammen, im Schlund. Also wer es nicht schafft, sozusagen gerettet zu werden, den erwartet eine Zukunft im Schlund. Und das kann unter anderem schon sehr übel enden. Ich wundere mich nur gerade, wo meine Grafik hier gerade so ein bisschen nicht so gut aussieht und will mal ein bisschen die Einstellungen noch mal ein bisschen erhöhen, um mal so ein bisschen Grafik hier noch reinzubekommen, weil irgendwie sieht das gerade so ein bisschen hier so ein bisschen pixelig sah das gerade aus hier. Es ist jetzt besser. Ist besser geworden. Okay. Ja, ihr lieben Leute, das ist der Schlund. Und der Schlund wird ein sehr, sehr spannendes Gebiet. Ich will euch ja auch noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich will mir auch noch nicht zu viel vorwegnehmen. Niemand soll hier irgendwas vorweggenommen werden. Deswegen gehen wir auch wieder gleich rein nach Torghast, denn da möchte ich ja eigentlich hin. In Torghast, da werde ich die Action starten. Das haben wir hier, ein Ungetüm, 80.000 Lebenspunkte. Wir werden mal gucken, ob wir das alleine so down bekommen. Und ihr seht, also ich kassiere hier gerade schon sehr hart. Das bedeutet, ich schwinge mich lieber aufs 3-Sekunden-Mount und mache mich hier vom Acker. Denn ich will auch eigentlich die Quest beim Kerkermeister abgeben. So, ich gucke nur gerade, dass ich hier richtig unterwegs bin. Das haben wir hier vorne. Eigentlich noch rettet Seelen aus dem Schlund. Das ist eine Quest, die wir hier noch erfüllen können. Ich würde sagen, die können wir eigentlich auch noch schnell machen. Dann habt ihr noch ein bisschen mehr Schlund gesehen. Und naja, guck mal, wir sehen auch hier, wenn wir auf Torghast gehen, Skoldus-Halle verfügbar und Kaltherzen. Was? Kaltherz Inter. Bestimmt lese ich das gerade eh falsch vor. Auf jeden Fall sind zwei Bereiche dort verfügbar. WTF, gerade eben sah das hier noch anders aus, als ich hier lang geritten bin. Wo bin ich hier eigentlich gerade? Zorn des Kerkermeisters. Da hinten gibt es auch noch was zu machen. Also ihr seht, ja, es ist ein sehr, sehr cooles Gebiet nach wie vor. Ich habe hier sehr viel Bock drauf. Das ist auch mal wieder schön, dass es dann wirklich so ein Endgame-Gebiet gibt. Das gab es ja in BFA soweit nicht. In Legion war es Suramar. Ich weiß, das hat erstmal nicht allen gefallen. So als Progress-Endgame-Gebiet hier in Shadowlands wird es der Schlund sein. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann wird.
Und es werden ja auch noch Gebiete mit dazukommen. Ne? Es wird ja auch noch weitere Gebiete wahrscheinlich geben. Wir kennen das ja, Blizzard patcht ja dann noch während der Erweiterung noch auf jeden Fall bestimmt mindestens ein Gebiet nach, das einfach dann noch so ein bisschen später mit reingebracht wird. So. Oh Gott, jetzt geht's hier noch weiter mit kleinen Gegnern. Wartet mal. So. Lässt er mich jetzt hier alleine stehen, um die stygische Glut zu töten? Bruder, was los? Ach ja, schön, oder? Also ich finde es schön, dass es ein Endgame-Gebiet gibt. Und diesmal sieht das auch nicht ganz so elfenmäßig aus, sondern schon ein bisschen badass. Ne? Hier brennt alles, so hier. Das ist, ja, es ist eigentlich die Vorhölle, ne? Denn der Schlund, das ist, wie bereits erwähnt, das Gebiet, in dem die Miesesten der Miesen landen. Wenn sie das Zeitliche segnen in Azeroth, dann landen sie hier. Erstmal in den Schatten landen, dann wird ja geguckt, was sie so alles angestellt haben. Wenn sich dann herausstellt, dass die richtig mies waren und so richtig böse waren, ne, dann gibt's aber mal hier ab in den Schlund zum Kerkermeister und ewige Qualen erwarten dich. Aber der Kerkermeister, der hat auch noch was vor. Was genau, weiß ich gar nicht. Ja, habe ich mir noch nicht so gespoilert. Ich habe die Storyline ja noch nicht gespielt. Das machen ja gerade einige, finde ich sehr interessant. Also auch einige aus der Gilde sind gerade dabei, die Storyline von Shadowlands zu spielen, um dann einfach, wenn dann Shadowlands erscheint, direkt durchpowern zu können, um möglichst schnell in den Dungeon-Content zu kommen. Für mich selber ist es jetzt erstmal noch nicht so wesentlich. Ich werde auch schön leveln natürlich, da habe ich auch Bock drauf. Da wird es ja auch Livestreams geben und so weiter und so fort. Also das wird schon eine richtig, richtig coole Angelegenheit. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal schauen, dass ich jetzt hier runterkomme und dabei zwar auch manchmal sterbe, aber nicht zu hart sterbe. Mein Vorteil ist ja, dass ich mich nebenbei schilden kann. Ich habe ja zweierlei Schilde am Start. Wenn ich mal wieder wie jetzt verkacke und Hand auflegen ziehen muss, wenn ich nicht, wieso kann ich gerade Hand auflegen nicht ziehen? Ich habe zu wenig Mana wahrscheinlich, oder? Nee, eigentlich habe ich genug Mana. Lay on Hands, wieso kann ich gerade Lay on Hands nicht benutzen? Hä? WTF, wieso konnte ich jetzt Lay on Hands nicht benutzen? Jetzt kann, hatte ich zu wenig, nee, das ist ein Sofortzauber. 10 Minuten Abklingzeit. Oder habe ich da schon einmal zwischendurch aus Versehen drauf geklickt, als ich auf die Weihe klicken wollte? Und jetzt werdet ihr da sagen, ja, Hiyuga, das kommt dabei heraus, wenn man Spells klickt und nicht mit einem Shortcut aktiviert. Das ist ja immer so ein Thema. Man ist ja immer gleich so der Obernoob in WoW, wenn man seine Fähigkeiten noch mit der Maus klickt und nicht natürlich alles auf Schnelltasten gelegt hat, wie es sich natürlich gehört. Tja, so ist es dann, ne? Ach Gott, also hier wird man gleich echt gut angegriffen. Und ich muss sagen, ich glaube, dass das auch ein Gebiet ist, in dem man echt so richtig schön auf die Schnauze kriegt. Wobei, ich habe jetzt eigentlich keine Abklingzeit. 10 Minuten Abklingzeit sind nämlich mit dem Tode vorbei. Ich muss das irgendwie zwischendurch. Nee, dann hätte auch 10 Minuten gestanden. Irgendwas anderes muss da gerade los gewesen sein. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Also Mana hatte ich ja eigentlich auch voll gehabt. Also warum ich das gerade nicht zünden konnte, war ich geblockt? Kann ich mal bitte ein bisschen kämpfen? So, dankeschön. Also diese Vorhut der Schlundgebundenen, das sind ja mal so richtige Bösewichte. Der kriegt das mal einen Stun von mir. So, Bruder, jetzt drehen wir hier mal los. Ich zünde auch mal den Kreuzzug. Um mir wenigstens mal ein bisschen Damage rauszuballern. Ich muss mich halt echt gut gegenheilen gegen die, ne? Also die sind schon nicht so leicht. Aber wie gesagt, das ist auch ein Endgame-Gebiet. Also hier soll man dann später unterwegs sein. So, ich sammle jetzt so eine Seele. Wie kann ich denn euch jetzt eigentlich retten? Nee, ich bin doch gar nicht da, wo ich dafür hin muss. Ich muss halt genau hier runter zur Spitze und das am möglichst so, ohne dabei drauf zu gehen. Das wäre eigentlich ja schon nett. Bestimmt kann man sein Mount hier später noch freischalten. Wie das genau dann funktioniert, I don't know. Aber bestimmt geht das dann später, dass das irgendwie, also irgendwie muss das ja möglich sein. Also sonst. Gott, wie viel Damage kriege ich hier einfach?
Das ist ja nicht mehr feierlich. Dann mache ich was elementar falsch? Mache ich mich hier gerade lächerlich? Soll ja auch schon vorgekommen sein, dass ich mich hier ganz schön lächerlich mache in diesem Spiel. Wenn ich mal wieder zum Beispiel meine Talentpunkte nicht vergeben habe. Das habe ich aber diesmal geprüft. Meine Talentpunkte sind mal ausnahmsweise nicht zurückgesetzt worden. Achso, jetzt habe ich den Typen abgeslasht. Jetzt kann ich mir seinen Mount grabben. Das ist ja mal nice. Okay, so kommt man hier also an ein Reittier. Es ist dann zwar nur für eine Tour, aber es funktioniert. Naja, den werde ich natürlich ziehen, ne? Aber ich versuche erstmal in mein Gebiet hier zu kommen. Für das Bestienlabyrinth seid ihr nicht ausgerüstet. Kehrt um. Ach so. Ah, okay, also dann müsste ich vorher noch ein bisschen Progress hinlegen. Aber ich will mir diesen Splitter noch mitnehmen. Ich will den Splitter haben. Splitter haben. Kommt, auf den dritten Versuch klappt es meistens. Nein, okay, es klappt nicht. Schade. Achso, man wird hier auch gar nicht zum... Also man kann sich hier auch nicht durchsterben, ne? Man wird hier mal gleich wiederbelebt. Ist auch klar, man ist hier ja im Reich der Toten, ne? Da geht's natürlich auch mal ganz schön schief. Und ich muss mir auf jeden Fall noch ein Item oder eine Fähigkeit freispielen, um halt hier unten in das Bestienlabyrinth überhaupt zu dürfen. Wahrscheinlich muss ich das hier vorne irgendwie machen. Erlöste Seelen. Ich bekomme Emblem des Ruhms. Egal, wir gehen erstmal nach Torghast wieder rein, zum Runenmetz. Da wollte ich ja eigentlich hin. Das war ja eigentlich mein Ziel. Portal zur Oubliette des Runenmetzes. Was auch immer eine Oubliette ist. So. Da ist er, der Runenmetz. Der bekommt jetzt seine Erinnerung zurück. Es ist ewig her, dass ich etwas anderes als die Umrisse dieses teuflischen Gefängnisses kannte. Hab Dank Sterblicher nun zu der von euch benötigten Unterstützung. Ja, allmählich erinnere ich mich. Macht. Macht mit einem Ziel. Das ist es, was ich anbieten kann. Die Vergangenheit ist ein zerbrochener Spiegel. Findet einen Weg, den Runenmetz von seinen Ketten zu lösen. Aha. Wartet mal. Dazu muss ich wieder den Bereich hier verlassen. Zurück in die Vorkammer gehen. Ah ja, und dazu muss ich jetzt rein. Wahrscheinlich, genau. Erkundet. Wartet mal schnell. Nee, das ist der Schlund. Erkundet Torghast. Es gibt mehrere. Natürlich, es gibt mehrere Kammern und zwei sind heute offen. Wartet mal. Findet einen Weg. Allmählich erinnere ich mich. Genau, Runen sind der Schlüssel. Ich erinnere mich an einige von ihnen, aber um sie in eure Ausrüstung einzubringen, benötige ich meine Hände. Nun, eine Hand würde genügen. Beide wären besser. Findet einen Weg, mich von meinen Fesseln zu befreien, Sterblicher. Oh, okay. Hier draußen dann, Ausgang von Torghast. Also ich muss noch mal raus aus Torghast. So, und dann, ach so, da vorne. Die Chiffrenhändlerin Venari, hat sie seine Hände? Hast du eine Hand im Angebot? Wollt ihr handeln oder euren Atem verschwenden? Die Ketten eines Gefangenen zerschlagen. Ich weiß nicht, wie man das bewerkstelligen könnte, außer es ist gefährlich, aber es gibt einen Weg. Eine gravierende Chance. Zuerst braucht ihr ein Gefäß, um die Anima aufzunehmen und eine Möglichkeit, sie auszustoßen. Ich besitze zufällig ein solches Gerät, das ich euch gerne überlassen würde. Für einen Preis, versteht sich. Ihr erinnert euch doch an Zovals Kessel, oder? Die Bewohner dort wurden in unheiligem Feuer geschmiedet. Angenommen, ihre Anima ist von ähnlicher Natur, da müsste sie sogar die Metalle des Turms schmelzen können. Ich bin davon überzeugt, dass ihr mit meinem Gerät und ihre Anima euer Ziel erreichen könntet. Schlundgänger, kauft einen Anima-Supprifizierer von Jenari und besorgt 5 Einheiten geschmolzener Anima. Ich werde euch nicht länger aufhalten. So, was habt ihr anzubieten? Brauche ich 50 Stygia. 50 Stygia, ein Nebenprodukt der gewaltsamen Vernichtung einer Seele im Schlund. Okay. Bedeutet, ich muss jetzt 50 Stygia sammeln. Bedeutet, ich muss
Genau, ich muss nach Torgast und muss Stygia besorgen, 50 Stück. Genau, also man kann bei ihr mit dieser Währung, Stygia, kann man halt verschiedene Sachen kaufen. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Zum Beispiel Reif des Vorrangs. In Torgast besteht eine Chance, dass Mittler, Händler euch ungewöhnliche Optionen anbieten oder trägt die Paste in der Kugel auf eurer Haut auf, was die Dauer des von Assassinen verursachten Effekts verdorrte Seele dauerhaft verringert. Oder es gibt eben noch andere Kleinigkeiten, die euch das Leben in Torgast wesentlich vereinfachen, bis hin zum Beispiel legendäre Erinnerung an das Auge des Kerkermeisters. Drittes Auge des Kerkermeisters. Wenn ihr einen Gegner tötet, erhaltet ihr drittes Auge, was eure Stärke für 10 Sekunden lang um 1% erhöht, bis zu 7-mal stapelbar. Zum Beispiel. Sowas erhaltet ihr halt dann. Solche schönen Kleinigkeiten, die euch den Progress in Torgast erleichtern. Das kennt man aus den meisten Roguelike-Games, dass je tiefer man vordringt, desto mehr schaltet man auch frei, um spätere Läufe dadurch zu vereinfachen. Bestes Beispiel ist, wenn ihr zum Beispiel mal Dead Cells gespielt habt. Je mehr Items ihr freischaltet, die euch quasi auf dem Weg begegnen können, desto schneller bekommt ihr gutes Equipment und kommt schnell voran. So, jetzt baue ich aber trotzdem noch Stygia. Genau, aber er führt mich hier wieder rein und raus. Informationen, das ist eine andere Quest. Ich überlege halt nur gerade, die Stygia, ob man die auch im Schlund bekommt. Und 50 Stück sollten ja relativ gut zu erreichen sein, hoffe ich zumindest. Ich muss mir nochmal die Preise angucken. Ansonsten können wir auch nochmal eine Runde Torgast starten. Das wäre eigentlich jetzt auch nicht so schlecht, würde ich sagen. Ach, ich freue mich schon auf Shadowlands, Leute. Am 24.11. geht es endlich los. Dann ist Shadowlands angesagt und ich bin dann auf jeden Fall voll dabei. Ich werde die ganze Woche streamen und hier mit euch zusammen zocken. Immerhin, wir haben ja mittlerweile die Gilde, die wächst und gedeiht. Ah. Das ist schon wirklich richtig, richtig gut. Ja, guck mal, bei 1900, dann müssen wir das eigentlich doch relativ schnell bekommen, die 50, wenn wir hier teilweise 5000 brauchen. Also die Gilde wächst auf jeden Fall ziemlich gut. Ach, guck mal hier, ist auch auf der Karte angezeigt. Manchmal bin ich auch einfach zu blind. Nee, hier wird es ja schon angezeigt, dass wir hier... hier bekommen wir das geschmolzene Anima. Ah ja, wir gucken jetzt einfach mal. Hier wird man nur noch irgendwo, wird man hier doch diese scheiß Stygia bekommen. Hier, stygischer Runenschmied zum Beispiel. Den gehen wir jetzt hier mal so richtig verkloppen und hoffen einfach jetzt Stygia zu bekommen. Komm mal her, Bruder. So, guck mal, der stirbt jetzt aber auch, als ob ich hier wie ein junger Gott kämpfe, ne? Der andere Gegner, da hau ich mir die Finger dran wund und bei ihm hier, da passiert ja mal richtig was. Ist ja mal nicht schlecht und ich bekomme aber nur Gold von dir. Ich bekomme keine Stygia. Ich guck mal ganz kurz, ganz schnell mal Sound auch außerhalb des Spiels, dass ihr es noch weiterhört. Ich google mal ganz schnell, wo wir jetzt Stygia finden. Manchmal muss man auch Dinge mal nachlesen. Shadowlands Farm Stygia. Stygia Farmen for Fansites sagt. Stygia-Farmen. Stygia bekommen wir ausschließlich im Schlund. Wir erhalten diese Währung durch bestimmte Aktivitäten. Je schwerer die Aktivität, desto mehr Stygia erhalten wir. Seltene Gegner im Schlund hinterlassen also deutlich mehr Stygia als normale Gegner. Meistens gibt es durch den Abschluss der besonderen Events in diesem Gebiet eine Übersicht mit allen seltenen Gegnern. Und besonderen Events gibt es bei unserem Guide zum Schlund. Ich werde euch übrigens diese Seite verlinken. Jetzt, wo ich sie auch für mich benutzt habe, sozusagen, werde ich sie dann auch für euch verlinken. Ja, ein Event im Schlund. Ich glaube, wir müssen das vorher freischalten. Weil ich habe ja noch keine Events hier. Ne? Ist ja nix. Und Gegner töten, ich glaube, da können wir jetzt ein bisschen warten. Also, wir können doch mal einen Gegner mal angreifen hier und mal gucken, was da so bei rumkommt. Ich glaube aber, da wird jetzt nicht viel passieren. Und dann würde ich nämlich Erkunde Torgast mal weiterspielen, weil das zumindest erstmal nach einer Quest klingt, die... Wartet mal ganz kurz, wir bringen den hier erstmal schnell um und dann will ich mal schnell mal gucken. Oh, jetzt kommt noch einer an. Komm, töten wir dich auch noch. Wenn du jetzt kein Stygia droppst, dann wissen wir... Ich muss hier noch vorher irgendwas freischalten, um in den Genuss von Stygia zu kommen.
So, okay, ich muss ja vorher irgendwas freischalten. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich habe noch diese andere Quest. Erkunde Torgast. So, das ist aber die Quest, die ich... Oh, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Eine 171er Rücken. Das ist die Quest, die ich vom Bolvar bekommen habe. Ja, vom Vordragon. Hier oben hätten wir noch Zorn des Kerkermeisters. Da könnte ich jetzt auch mal hinreiten. Mal gucken, was da so geht. Ansonsten würde ich Erkunde Torgast weiterspielen. Denn euch jetzt hier zu langweilen mit Tryhard ist eigentlich auch nicht so meins. Ach, und wir können hier auch übrigens angreifen mit diesem Reittier. Das ist ja nicht schlecht. Wir müssen nicht mal absteigen. So. Der Runenschmied. Genau, von hier kriegen wir geschmolzenes Anima. So, lasst mich hier erstmal weiter vordringen zu Wals Kessel. Oder vielleicht müssen wir so lodern, das Stygia und sowas. Ich bin mir gerade zu unsicher. Ich reite jetzt hier erstmal weiter, so weit wie ich komme. Und versuche mal dieses Event Zorn da hinten mitzumachen. Mal gucken, wie gut oder schlecht das funktioniert. Ansonsten schaue ich mal, ob ich hier vorher irgendwie Weltquests oder sowas freischalten muss, wie das funktioniert. Das schaue ich mir dann mal genauer an. Gott, hier geht ein ganz schönes Elend ab. Ach du Schreck, und ich bin ja auch ganz schön langsam jetzt. Ich glaube, ja, ich glaube, weil sie mich... Ah, fuck it. Warte mal. Erstmal schnell mal Gottesschild aktivieren. Und dann aber ganz fix hochheilen. Man sollte nicht so low-life hier unterwegs sein. Ich weiß gar nicht, ob ich hier gerade überhaupt richtig bin. Versuche hier nur gerade zu Zorn des Kerkermeisters zu kommen. Ich fühle mich echt gerade wie in der Geisterwelt. Ebenen der Qual. Als ob ich Diablo spielen würde. Oh, eine ziellose Seele. Bringt mich weg von hier. Mach ich mal. So, nach vorne. Ah, ist schon spannend, so ein Gebiet so zu erkunden. Also da freue ich mich halt richtig drauf, weil das wirkt hier alles so, als ob man da bestimmt richtig toll was machen kann. Ja, es war mir so klar, dass du mich jetzt angreifst. Das war mir so klar gewesen. Ah, weißt du was? Diesmal bin ich vorbereitet auf deine Kraft, auf deine Macht und haue richtig raus hier. Zack, guck mal, wie schnell das dann geht. Und zack, danke, dein Mount ist wieder am Start. So. Armeen der Schlundgebundenen. Ah, guck mal, besiege ich und dann bekomme ich... Weiß ich noch nicht. Besiegen wir die mal, ne? Dann werden wir das ja sehen, was wir hier kriegen. Ich meine, ist es halt mal eine kleine Episode hier über den Schlund. Ist ja auch nicht schlimm. Oh, man bekommt doch recht gut die Punkte. Ich muss nur gucken, weil den Elite da vorne, den werde ich nicht down bekommen. Also wenn ich mit denen hier meine Pünktchen kriege, dann ist das ja eigentlich auch nicht schlecht. Warte mal, es ist... Warte mal, gerade eben war sie doch noch da. Achso, oder war die... Achso, hier vorne war sie. Ah, okay, verstehe. So. Ach du Scheiße. Boah, mich nur so gegen zu heilen ist irgendwie auch nicht so das Wahre hier. Oh, kommt 2 Sekunden noch. Ah, so erstmal wieder ins Schild. Oh Gott. Oh, oh. Oh, fuck. Okay. Das ist natürlich dann richtig, richtig, Gorga, Fluss der Seelen. Ah, okay, startet dann zumindest hier oben wieder. Ach, sehr gut. By the way, ja, ich bin schon nicht mehr ganz so gut beieinander. Fuck it. Ja, ich habe natürlich PvP natürlich nie. Eigentlich habe ich aus. Na gut.
Also erstmal aus den Flächeneffekten hier rausgehen. Um einfach weniger Schaden zu fressen. Bisschen herumtänzeln hier. Vorsicht, dann nehme ich noch ein zweiter. Ich bin halt noch nicht so krass stark hier, ne? Ich muss noch mein Equipment aufbauen. So, aber ich bekomme relativ schnell meine Prozente voll. Also das kriegen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge hier hin. So. So, erstmal schnell hochheilen. Mal Aura der Hingabe aktivieren. Also gelootet kriegt man Stygia auf jeden Fall nicht. Also gelootet kriegt man das nicht. Ah, das müsste ich dann wegkicken. Ach du Scheiße. Ich will nicht so nah an dich ran. Boah, machst du einen Schaden, ey. Vor allem, hier ist gleich auch wieder Respawn. Himmel, Herrgott, macht ihr einen Schaden. So, 4% noch. Hey. Hey, 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 hey. Oh, oh. Ja, jetzt habe ich den Kerkermeister. Boah, 500.000. Also alleine wird das natürlich nix hier, ne? Ja, der zerfleischt mich. Das ist ein World Boss. Ja, das war mir jetzt klar. Der zerreißt mich. Oh, ich bin komplett gelb. Hui. Ja, Zorn des Kerkermeisters. Das bräuchte ich eine Gruppe dafür. Ist da was gerade offen bei den Organisierten? Wie macht man das eigentlich dann? Mal Questgruppe finden? Nö. Hm. Ja, lol. Ja, die Mythics sind schon offen, aber das wird... Ah, hier, Torgast. Na gut, das wird auch eine... Ja gut, aber das kriege ich ja dann nicht hin. Also den kriege ich alleine zu besiegen, das wird schwer. Hm. Schade, das klang so gut und sah so gut aus am Anfang noch, aber jetzt stelle ich fest... Gucke gerade, ob ich irgendwelche Buffs drauf habe. Nee, das wird schon Zorn des Kerkermeisters, ja. Den Scharfrichter. Ja, wie gesagt, für den brauche ich eine Gruppe und ohne Gruppe komme ich da gerade nicht ran. Und hier sind ja auch keine anderen Spieler unterwegs. Wo ich mal schnell sagen könnte, hey, mal in Weiten. Ich habe jetzt auch keine offenen Gruppen gefunden, wo man sich so anschließen kann.
Okay, ich glaube, als nächstes sollte ich hier mal gucken, wie ich die Weltquests oder Events in Schlund freischalte, um die Stygia zu farmen für den Runenmetz. Ich kann aber auch theoretisch einfach noch eine gute Runde im Schlund einlegen, um zumindest den Rücken zu bekommen. Auf der anderen Seite weiß ich gerade nicht, wie ich jetzt hier hinten schnell wieder hinkomme. Ich weiß, dass ich diesmal nicht die reguläre Storyline spielen musste, weil da ich habe die schon mal mit einem anderen Charakter gespielt. Doch ja, Scharfrichter besiegt. Also erstmal will ich mal das Mount schnell wiederholen. Ich habe in meinem anderen Charakter habe ich hier auf jeden Fall schon mal die Quest gespielt. Das war vor dem Charakter-Wipe. Ich weiß aber nicht, ob da auch Portpunkte mit dabei waren. Da hatte ich jetzt nicht so genau aufgepasst. Und diesmal bin ich ja direkt reingekommen nach Torgas. Diesmal musste ich ja praktisch nichts machen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück. Und dann würde ich sagen, gucke ich mal in der nächsten Folge, dass wir A, die Weltquest freischalten und natürlich nochmal eine Runde in Torgast einlegen. Das wäre auch nicht schlecht. Mal gucken, wenn das so eine einfache Annahme-Abgabegeschichte ist. Manchmal ist es ja so einfach. Man kann sich diesen Weg übrigens auch sehr gut vereinfachen, ohne den langen Weg zu gehen. Dann, wenn ich es hinkriegen sollte, dass ich jetzt wirklich nur eine ganz kurze Information, also diese Informationen in Torgast suchen, dass das so eine 5-Minuten-Aktion wird, dann machen wir das jetzt natürlich noch schnell alleine, weil ich da natürlich nochmal einen recht guten Rücken bekäme, der mich nochmal einiges stärker macht. Ansonsten sehen wir uns dazu in der nächsten Folge wieder, oder? Also ist jetzt für mich jetzt natürlich schade, dass ich euch nicht mehr zeigen konnte. Aber wie ihr seht, habe ich auch ganz schön kassiert. Also das Gebiet ist halt für mein Equip-Level kein Freeloot. Also wahrscheinlich, wenn man dann das Item-Level, ich bin bei 142, so auf 200 gebracht hat, ich glaube, da moscht man hier natürlich noch mal eine Runde besser durch. Kann ich bei dir eigentlich rappen? Da moscht man hier noch mal eine Runde besser durch. Meine Zeit ist unbegrenzt. Yes, sehr gut. Eure nicht. Schnell noch mal gerappt, weil da sah es ja auch nicht so gut aus. Aber ansonsten macht das hier alles Hunger, Leute. Also mir macht das tüchtig Hunger auf noch mehr Shadowlands. Bin sehr gespannt auf die Erweiterung. Also das kann hier wirklich eine richtige schöne Nummer werden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Kaltherz Interstitia. Stitia. Da gehe ich jetzt rein. Und check da mal ab, ob ich da Torgast erkunde, um meinen Rücken zu holen. Ein schöner Rücken kann ja bekanntlich auch entzücken, ihr lieben Leute. Ach Mann, ich bin echt so mega gespannt auf diese Erweiterung. Ich bin so froh, dass ich mich dazu entschieden habe, wieder mehr Retail zu zocken. Kann ich theoretisch in die 8 starten? Nee, ihr erfüllt die Bedingungen für den Dungeon nicht. Okay, gehen wir in die 1. Ebene 1. Annehmen. Oh, das sieht nochmal ganz anders hier aus. So, was kriegen wir für Boni? Oh, Gottesschild, 60% weniger Abklingzeit. Das ist genau mein Bonus. Ja, aber ich glaube, ja, ich glaube, da muss ich jetzt theoretisch den ganzen Run machen, um das Item zu bekommen. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Runde, oder? Ich würde sagen, das passt jetzt heute nicht mehr rein. In der nächsten Runde machen wir das auf jeden Fall. Und dann, ja, werden wir weiterkommen hier im Endgame von Shadowlands. Viel Zeit haben wir ja nicht mehr, knappe 3 Wochen noch. Dann erscheint ja auch die Erweiterung, dann können wir alle zocken. Und dann freue ich mich auch vor allem auf die Livestreams mit euch zusammen, auf die Gilde mit euch zusammen. Es wird alles richtig cool. In diesem Sinne freue ich mich trotzdem, dass ihr heute nochmal zugeschaut habt, dass ihr den Blick mit mir in Shadowlands gewagt habt. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde. Haut rein, BB, gehabt euch wohl, euer Hyuga.